Leider ist der Sultan starr vor Angst. Er kann sich nicht bewegen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Die Geier kreisen über meine Festung. Richtet euren Blick auf mich. Ihr solltet mich besser nicht reizen. Der Mond wird schwächer. Wer wird uns jetzt noch retten? Die Kavallerie naht, alter Junge. Bleibt, wo ihr seid. Na, ich sehe, der Mond leuchtet hell heute Abend. Auf, dass wir lange herrschen werden. Der rote Himmel in der Nacht hat Wazir Freude gebracht. Meine Edelmänner ölen ihre Rüstung. Bald werden sie zur Belagerung bereit sein. Servus Leute, zu einem weiteren KI-Kampf der KI Formations League. Heute zum Kampf Nummer 7 und es werden antreten das Team bestehend aus Kalif, Wazir und Philipp gegen das Team bestehend aus Sultan, Wolf und Marschall. Genau, ich würde sagen, wir gehen wieder rein ins Match. Und genau, dann sehen wir mal, ob dieses Mal das Team Sultan, Wolf und Marschall den lang ersehnten ersten Sieg einfahren kann. Aber es wird es bestimmt nicht leicht haben. Vor allem der Sultan wird hier schnell unter Druck geraten. Ja, da kommt Philipp schon, der gleich aufzeigen will. Wo will er hin? Er will zum Marschall, wollte er. Ach, interessant. Ja, ich verstehe das nicht so ganz. Das ist ja immer die Ritter, mit denen Philipp quasi schon spawnt. Und die Priorisierung von denen ist irgendwie das Eigenes, weil ja, es ist natürlich eingestellt, dass immer auf den Nächsten gegangen wird. Und Marschall ist natürlich ganz klar nicht der Nächste. Oh ja. Der Sultan, das sieht echt nicht gut aus für ihn. Vielleicht zu Beginn. Aber Problem ist ja beim Sultan, er baut so langsam. Und noch dazu keine Truppen, die die benötigte Reichweite hätten, um hier was gegen den Kalifen ausrichten zu können. Also, ich meine jetzt Fernkämpfer. So. Wirtschaft hat bis jetzt nur der Sultan aufgebaut und ja, okay, Wolf und Marschall, aber von dem anderen Team noch. Ah, doch, hier der Wazir. Alles klar. Interessant, dass sie jetzt auf einmal auf die Truppen schießen können. Jetzt wieder nicht. Ich glaube, das ist immer so bald. Das ist genau auf der Schwelle. Sobald hier eine Einheit sich auch nur ein Block weiter bewegt, ist es wieder in Reichweite. Und dann können auch alle vom Bergfried getroffen werden. Hm. No. Jetzt verliert der Sultan auch noch seine Steinküche und rennt mit seinen Schleuderkämpfern rein. Da kommen wieder die nächsten Sklaven vom Kalifen. So, jetzt wird mal zum ersten Mal der Wolf ein bisschen aktiv. Eieiei, der arme Sultan, der kann einem echt leid tun. Mit dem Kalif gegenüber, wo er nicht mal gegen die Sklaven wirklich was ausrichten kann. Aber hey, immerhin hat der Sultan schon einen Turm aufgebaut, ne? Und ein Torhaus.
Gucken, ob er seine Burg noch fertig bekommt, bevor er stirbt. Na gut, aber dass der Sultan halt drauf geht, bei der Aufstellung ist ja nichts Ungewöhnliches. Es ist ja immer wichtig, ob er dem Wolf genug Zeit gegeben hat, um stark genug zu sein. Okay, aber seinen Kornspeicher hat er noch gelöscht bekommen, wahrscheinlich durch den Wolf. Weil Sultan hat anscheinend gerade noch keinen Brunnen. Aber aktuell sind zumindest die KIs noch nicht so priorisiert zum Stören. Also klar, Kalif hat am Anfang gleich was gemacht, aber seitdem ist nicht so viel passiert. Ist natürlich gut für das Team hier unten. Vor allem für den Wolf. Hat es wieder den Kornspeicher erwischt. Ich glaube, diesmal verbrennt er auch. Ja, der Vasier hier mit einem Schwertkämpfer dackelt da herum. Wo wollte er eigentlich hin? Das war's mit dem Kornspeicher. So, werfen wir doch schon mal einen Blick auf die Statistik. Philipp hat tatsächlich recht viele Truppen. Ach, ich glaube, das sind hier ziemlich viele Lanzenträger, die ineinander gesteckt sind. Und gerade eben hat er schon Ritter losgeschickt, oder? Ja, jetzt legt das Team, glaube ich, los mit den Raiden. Ist natürlich auch ungünstig hier. Der eine Steinbruch von Wolf kann hier wieder nicht arbeiten. Aber gut, wenn man sich das anschaut, hier ist trotzdem auch der Steinbruch überlaufen. Wird ja kein allzu großes Problem sein. Hey, der Sultan hat es ja tatsächlich jetzt fast geschafft, seine Burg zu schließen. Cool. So, Philipp hier wieder in Action. Das wird natürlich richtig böse, wenn... Ah, Philipp geht gerade tatsächlich auf alles Mögliche. Also er hat ja auch Holzfäller von... vom Wolf und Marshall kaputt gemacht, tatsächlich. Und hier kommt Philipp. Das kriegt der Sultan aber natürlich noch abgewehrt. Oh, wir haben hier den lustigen Bug wieder, dass sich die Lanzenträger auf einen niedergehackten Mauerstück verfangen haben. Das Problem ist halt,
auf diese Weise halten die wahrscheinlich richtig viel aus, weil die eben noch den Bonus bekommen, weil sie auf der Mauer stehen und dadurch ja weniger Schaden bekommen. Also, glaube ich. Und der Marshall hat angegriffen. Der Bock leider wieder kann nicht genutzt werden. Ja, gut. Die drei Schwertkämpfer, glaube ich, werden jetzt nicht allzu viel beim Kalifen ausrichten. Wieder Philipp, der eine schöne Runde dreht, um die Burg vom Sultan sogar noch eine Runde. Auch weil die immer denken, weil das Tor hier aufgeht, dass sie da rein können und dann gehen sie, oh mein Gott, dann glauben sie, sie können hier rein, aber hier ist ja nicht ganz offen und es ist ein ewiger Kreislauf. Okay, jetzt hat der Sultan tatsächlich nur noch drei Schleuderschützen. Gucken, wann der Sultan hier heute jetzt mal anfängt, mit seinen Rittern loszulegen. Er hat ja die Ritter schon mal da, so ist es nicht. Nicht gerade wenig mit denen. Könnte er schon ordentlich Schaden anrichten, wird er hier zu den Steinbrüchen mal gehen. Angriff von Philipp. Oh, da holt sich wohl tatsächlich Philipp den Kill. Außer der Wolf verteidigt jetzt noch gut mit. Das kriegt er noch abgewehrt, ja. Der Angriff kriegt er noch abgewehrt. Oh, interessante Aktion von Vasir hier oben. Ja, so macht er durchaus Schaden. Sichert sich hier auch noch dazu den High Ground. Das war nicht uneffektiv. Oh, der Sultan verliert leider Leben, weil er immer wieder... Weil er sich nicht entscheiden kann, ob er von den Pfeilen abgeschossen werden soll oder vom Feuer angeputzelt wird. Durch das Feuer verliert er halt mächtig Leben, ja. Wird er jetzt von Sklaven gekillt? Okay, nee, die verbrennen. Ja, wenn du jetzt noch einmal nach unten gehst, dann... Okay, hat aufgehört. Aber er wird jetzt wahrscheinlich wirklich bald durch Pfeilbeschuss oder so sterben. Unehrenhafter Tod. Da sind Marschalls Ritter. Ui, was hier? Nicht übel. Die Weise schafft es das Team natürlich recht gut, den Passier aus dem den Wolf aus dem Spiel zu nehmen, indem die einfach immer bei den Steinbrüchen bleiben. Ja, jetzt holt sich doch der Vasier das Gold und den Kill. Hm.
Hätte es ja auch schon gereicht, wenn was hier einfach einen Schwertkämpfer geschickt hätte. Eine Nachricht von Vasir. Sie fallen wie die Fliegen im Angesicht meiner Armee. Hier stehen natürlich auch keine Patrouillen. Jetzt kommt es wahrscheinlich zur Ritterschlacht. Wow. Ah, macht der Marschall. Ach, wie süß, ein Philipp-Angriff. So, jetzt haben wir mal einen Wolf, einen Mascha-Angriff hier. Auch tatsächlich alle, also beide Kriegbocker aufstellen können. Ja, die machen schon ordentlich Schaden hier beim Kalifen. An den Türen. Ah, jetzt kommt mal der Vasir in die Offensive. Will hier vielleicht den Korn, ich glaube, er wollte den Kornspeicher kaputt machen, aber dann hat ihm das Feuer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und der Vasir hat hier glücklicherweise seine, ja, jetzt wollte ich sagen, seine blinden Bogenschützen gut platziert und dann rennt er weg. War nicht mal so ineffektiv vom Marschall hier. So, ja, jetzt geht's aber auf der anderen Seite ab. Oh, und der Kalif hat es geschafft, die Steinbrüche anzuzünden. Ja, das ist durchaus böse. Und jetzt kommt auch noch der Philipp dazu. Ui. So, und jetzt schauen wir mal, was hier der Marschall erreichen kann. Ja, ist die Frage, hat der Kalif noch Pech oder... Jo, hat er. Aber nicht allzu viel. Na? Wird eng. Ganz knapp, da hätte wirklich nur noch ein Schwertkämpfer gefehlt. Dann wäre es das mit dem Kalifen tatsächlich gewesen. War eigentlich ein echt guter Angriff vom Marschall, dass er so viele Schwertkämpfer direkt beim zweiten Angriff schon einsetzt. Sieht man eigentlich selten. Und hier könnte natürlich der Marschall auch wieder ein bisschen Schaden anrichten. Also das ist jetzt schon mal eine bessere Partie vom Marschall als die, wo wir als die bisherigen. Auch wenn er das natürlich nochmal viel effektiver macht, indem er mehr Ritter gleichzeitig einsetzt und dann auch eben nicht nur bei den gegnerischen Farmen stehen bleibt, sondern die auch tatsächlich zerstört. Ich habe fertig.